Mir wurde eine Kiste versprochen, deswegen suche ich jetzt nach einer Kiste. Hier ist was. Eine Truhe. Aha. Oh. Das war die Truhe. Na gut. Egal, ich würde sagen, jetzt mit. Wir haben ja gleich. Mit haben wir Level 10. Stufe 10. Da würde ich sagen, finden wir nicht ein Schiff nach Skellige, sondern finden heraus, ob die Ziere sich in Novigrad befindet. Folgen wir der Hauptquest. Auf nach Novigrad. In Ziris Fußstapfen. Hier ist noch eine kleine Quest. Können wir unterwegs machen. Und dann würde ich sagen, geht's nach oben. Nur wie gerade müsst ihr oben liegen. Da ist der Plätze. Los, lauf! Das hat geheilt. Oha. Ja, die Brustplatte auch wieder kaputt. Ein Drachen. Wait, what? Ein Drachen? Das war von der Nähe. Drachen besiegt. Aha. Komm, Plätze. Weiter geht's. Kurz mal angehalten, um einen kleinen Drachen zu töten. Stand da, ich weiß, da stand irgendwas mit Weihrauch oder so. Komm schon, Plätze. Aber nun ja. Feststelltaste. Diese Sümpfe. Was eine Quest. Pass auf, Herr. Ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Seufz. Ich kann helfen. Gegen eine Gebühr. Freilich. Nicht mal ein Ochse zieht den Pflug umsonst. Ich fürchte, ich brauche mehr als ein Ochse. Wie viel genau willst du zahlen? 242. Grundbetrag, Endbetrag, okay. Na, 50 drauf.
Meister, du verkaufst deine Dienste aber teuer. Na schön. Ich hätte 100 fangen sollen. Na schön. Zeit, dass ich mich dran mache. 100 Wo finde ich das Monster? Geh nach Süden. Aber Vorsicht. Über den Sümpfen ist die Luft schlecht und voller Pocken. Brennt in den Augen, kratzt in der Kehle. Zum Ersticken. Das Ding aus dem Sumpf. Und wie sieht das damit aus? Ist das weit? Verteidiger des Glaubens. Okay, die Schreine können wir noch reparieren. Das könnte man noch machen. Die Quest weiß jetzt nicht, ob ich die noch hinkriege. Ich liege hier auf dem Weg, die andere Quest. Nicht wirklich, aber... Okay, da haben wir noch nicht mal einen... Die Rieseninsel liegt da am nächsten dran. Okay, nach Mittelhain. Gehen wir schnell zum Weisendorf zurück. Und von dort nach Mittelhain schnell reisen. Weg hier. Hier sind wir schon. Schnell weg hier. Dass wir nicht noch gegen eine Bestie kämpfen müssen. Nehmen wir die Strecke hier. Ist ein langer Weg, aber gut. Bringt uns hoffentlich genügend Erfahrungspunkte für Stufe 10. Ist zwar nur eine kleine Quest, aber wir haben auch noch wenig Punkte. Wir brauchen noch wenig Punkte. Gut, dort entlang. Sehr weit. Soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Was? Was? diese NPC-Dialoge teilweise. Uff. Ach, das geht ja schnell hier. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier? Was bist denn du? Genau, mach Faustkampf. Skorpion. Diesen haben sie auch zerstört. So, stell den Schrein wieder auf. Zwei von drei. Hier ist der letzte.
Plätze, auf geht's. Wollte mal hauptsächlich die Sidequests hier. Konzentriert ein paar Sidequests abarbeiten. Hauptstory haben wir heute noch nicht wirklich weitergemacht. War aber auch nicht wirklich geplant. Die Idee, oh, ein Greif. Die Idee war ja, dass wir heute nicht angreifen, Greif. So, komm, Plätze. Ist nicht mehr weit. Spring hier mal ab. Weiter so, Plätze. Da sind wir. Seid ihr diejenigen, die in Velen die Schreine zerstören? Was hast du damit zu tun? Was habt ihr damit zu tun? Sieh, wir sind Verkündiger des Blitzes und ein schwerer Tropfen aus der Wolke. Dieser Blitz aber heißt Übermensch. Die letzten Leute, die diesen Begriff verwendet haben. Aha, ja. Die Leute hier meinen, die Götter seien unzufrieden. Habt ihr keine Angst vor ihrem Zorn? Vor dem Zorn der Götter? Die Götter sind tot. Wir vernichten nur ihre verrottenden Überreste. Die sterbende Glut schädlichen Aberglaubens. Toll. Tut mir trotzdem einen Gefallen. Räumt hinter euch auf. Dann geht dahin, wo ihr hergekommen seid und vernichtet dort diese sterbende Glut. Religion ist nur eine Droge für die Massen. Die Götter sind tot. So spricht Meister Friedrich von Ochsenfurt. Die einfachen Leute fürchten die Religion und die der Massen, nicht für die Massen. Das macht einen wesentlichen Unterschied. Sie in den Fesseln der Unwissenheit. Wir brauchen eine neue Moral oder gar keine Moral mehr. Diese kleine Vorstellung ist zwar amüsant, aber mir wird langweilig. Verschwindet und kommt nicht wieder. Oder was? Oder ich verpfeife euch bei der Rektorin. Repression! Schnappt euch den Systemlakaien! Na. Und als Nebenattraktion. Das macht im Faustkampf. Ein paar Studenten killen. Das kriegen wir mit der Faust hin. Braucht man nicht mal das. Stufe 10, nice. Braucht man nicht mal das Schwert ziehen. Hier liegt noch einer. Okay, die Quest haben wir wohl bestanden. Schaut so aus. Novigrad. In Velen hätten wir jetzt noch 3 Quests. Die wir jetzt erstmal außen vor lassen, würde ich sagen. Das Spiel will mich drängen, hier nach Skellige zu fahren, aber nein. Für mich geht es jetzt nach Novigrad. Empfohlene Stufe 10. Skellige hat Stufe 16. Das heißt,
So einen kleinen Weg, dann fahren wir hier. Wo ist der Punkt hier zum Geigenhügel? Müssen wir hin und dann können wir hier. Oh ne, können wir noch weiter hoch. Die Ochsenfurt, da müssen wir hin. Von Ochsenfurt können wir dann hier nach Novigrad aufbrechen. Das müsste ja dort oben lang gehen. Und die Reise nach Novigrad würde ich auch gerne mit dem Pferd machen. Würde ich auch Plätze gern zurücklegen. Wir können jetzt auch Schnellreisen nach Novigrad nehmen, aber. Dann machen wir noch eine hübsche kleine Pferdestrecke. Die gar nicht so klein ist. Durch die Wildnis und dann. Verdammt. Ich will hier nur zum Schnellreisepunkt, den ich nicht benutzen kann, weil gut im Weg sind. Scheiß drauf! So Dreck. Jetzt bin ich hier nochmal gestorben. Und jetzt ist ein Spielstand da, wer weiß, wo der ist. Kratz. Intensiv den Bartkratz. Ah, hier sind wir. Okay, da werden wir vom Ghoulen aufgesucht. Uff. Dann schwimme ich zur Reusinsel. Mach mich von dort aus auf den Weg. Also ein bisschen schwimmen. Weit ist es nicht. Einfach zum Turm hin. Geht wahrscheinlich schneller, als mich dann durch die Bude durchzukämpfen. Vielleicht finden wir auch in Novigrad einen guten Schmied, der uns die Rüstung und das Schwert reparieren kann. Hier habe ich jetzt bisher keinen gefunden. So, hier noch, da waren wir gerade auf einer Sandbank.
Ach, ist schon sehr cool. Wir kommen jetzt nicht durch oder was? Na kommt. Nach nächsten. Wenn du unbedingt aufs Maul haben wollt. Ach komm her. Ich kann den Schnellreisepunkt scheinbar nicht benutzen, solange hier Gegner in der Nähe sind. So. Dann würde ich mal sagen, auf nach Novigrad. Oha. Das ist unser letzter Checkpoint. Dann reiten wir von dort aus mal weiter. Ja, das war das der Hafen, wo wir die Tochter vom Baron aufgegabelt haben. Ja, das war schon ziemlich weit. Ich erinnere mich, weil da sind wir nicht gekommen. Und dann sollten wir es umso mehr jetzt erkunden. Sollten wir die Zeit nutzen und da mal ein bisschen durch die Landschaften. Noch eine kleine Frisur zum Abschied. Oh. Scheiße. Ich sag dir, ich habe einen Aal gefangen. Der war so. Sollen wir es hier nach Weißbrück schaffen? Dann gab es doch, glaube ich, noch einen Friseur irgendwo. Ja, hier. Kein Brot, kein Geld. Sei gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut. Bring mein Äußeres in Ordnung. Okay, viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr. Nur sind im Kopf zusammengebunden. Das wird wahrscheinlich das Klügste sein. Bei den anderen haben wir es zu kurz werden lassen. Oh großer Gott. Wir bleiben bei der Frisur. Oh, oder nehmen wir einfach die. Glatt rasiert. Ein buschiger Spitzbart mit kurzem Schnurrbart. Ein Patschkonten, Schnur- und Unterlippenbart. Versauen hier alles. Große Güte. Was soll es? Mach ab die Scheiße. Jetzt haben wir mal ein bisschen was dran. Wer das hinkriegen will. Ach du Scheiße.
Ja, gut. Bis dann. So lässt sich's aushalten. Das ist, glaube ich, wieder der Anfangssache. Die anderen schwer. So, Plätze. Was war das für ein Move? Und hier ist ein Schmied. Rüstungsschmied. Schleifstein. Lass uns da mal lang. Dann hier mal raus und nehmen wir hier die Route hoch. Dieses Dorf, was wir noch nicht erkundet haben. Wir können von hier aus vielleicht in den Hafen. Den Hafen mal erkunden und vom Hafen aus. Nach Skellige wollen wir nicht, aber können wir hier mal den Pfad nach oben. So soll unser Weg sein. Das kannst du hier nicht tun. Almosen für die Armen. Langsam. Okay, wir können hier nicht schnell reiten. Komm schon. Wir sind der Schmied und die Plötzlich stehst du professionell im Weg. Das hilft nicht viel. Okay, wo ist der Schmied? Gegenstände wurden aufgewertet. Sorry, die Störung ist hier ein bisschen. Nun ja. Na los, nicht lange gefackelt, zugegriffen. Hey! Ja, weißt du. Na los, nicht lange gefackelt, zugegriffen. Und Dekrete müssen ja irgendwo draufstehen. Ah, hey! Oh. Okay, Schmied kann er hier. Reparaturset können wir hier nicht. Na los, nicht lange gefackelt, zugegriffen. Will keiner mit uns. König Radovid scheint diese Eilhard zu verachten. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Dann halt nicht. Will er mit uns handeln? Nicht lange gefackelt, zugegriffen. Ah, endlich jemand, der hier. Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Mal sehen. Vielleicht suche ich mir was aus. Kein Reparaturset. Farbe. So, abschließend eine Quest. Okay. Und wenn wir wohl später nochmal wieder kommen. Sieht alles nicht so interessant aus. Bis dann. So, der einzige Kaufmann hier. Dann würde ich mal sagen, wir gehen außen rum. Nee. Wir gehen innen rum. Aber wir gehen jetzt mal hier. Nächstes Ziel, dieses Dorf. Was auch immer sich dort befindet. Ich wäre schon lange nach Die Hexenjäger verteidigen uns. Hast du es eilig? Etwas. Du würdest einen. Ja.